Moin! Ja, die Wetter-App sagt Regen und der Himmel sagt strahlender Sonnenschein und bestes Wetter. Ja, und wir wollen euch heute unsere 10 Dinge, Lieblingsdinge vorstellen, die wir beim Camping im Sommer nicht missen wollen und die wir immer mitnehmen. Und das wollten wir eigentlich hier bei uns im Garten machen. Yeah. Aber viel Filmen in der Lage ist ja viel schöner, wenn man unterwegs ist. Und insofern geht's jetzt bei uns zum Campingplatz um die Ecke. Jo, und ich würde sagen, los geht's. Wir packen jetzt noch schnell und dann geht's los. Und dank unserer guten Packroutinen ist das Packen mittlerweile auch echt schnell gemacht. Oder Markus, das Packen ist schnell gemacht. Aber sowas von. Und zack, schon geht's los. Sie haben das Ziel erreicht. I got you on my mind. Long time. It's been a long time. I got you on my mind. Long time. One love, one heart. Wir sind angekommen. Yay. It's been a long time. I got you on my mind. Ja, keine Viertelstunde gefahren, sind wir am Campingplatz um die Ecke. Das ist nochmal ein anderes Thema, Camping um die Ecke, haben wir für uns entdeckt. Also keine Viertelstunde fahren und erholen. Wir sind hier an der Ruhr, haben super Glück mit dem Wetter. Aber wie gesagt, darum geht es jetzt nicht, aber passt zum Thema. Unsere Top 10 für den Sommer. Und im ersten davon sitzen wir. Unsere Liegestühle. Ja, das sind so Relax-Liegestühle. Wie ihr seht, die kann man so wunderbar langsam nach hinten fahren lassen. Die sind intelligent gemacht, weil man sich dabei nicht die Finger klemmen kann. Das ist sehr schön. Und sie bleiben in jeder Position so stehen. Stehen, genau. Und was auch sehr schön ist, man hat auch anbei noch ein sehr, sehr schönes Nackenpolster. Das heißt, wenn man sich zurücklegt und ein bisschen lesen möchte, dann ist das sehr angenehm für den Kopf. Und die geben wir also nicht mehr her. Die sind, das muss man zugegebenermaßen sagen, etwas sperrig. Bei uns passen sie aber zum Glück genau über unsere sonstigen gepackten Sachen, also wie Tagesbox und so. Und wenn wir wissen, es ist, wenn wir unterwegs sind, es ist schönes Wetter oder schönes Wetter vorhergesagt, dann nehmen wir die mit, weil selbst nur eine Stunde in diesen Stühlen in der Sonne liegen, ist einfach für uns Entspannung pur. Und deswegen geben wir die nicht mehr her. Und die haben eine Besonderheit, die sind so an Gummibändern aufgehangen und dadurch sind die unglaublich bequem und geben sich so dem Körper hin, also geben halt nach und passen sich dem Körper an. Und insofern, die oder der eine oder andere von euch hatte schon mal gefragt, was das für Stühle sind, weil die hier und da schon mal in den Videos auftauchen. Und das sind halt eben die Liegestühle von Lafuma, die haben wir jetzt hier mal vorgestellt und die können wir auf jeden Fall empfehlen. Und wie auch in den letzten Videos schon, verlinken wir euch alles unten in der Videobeschreibung. Und da findet ihr dann die Links oder die Informationen zu den Sachen, die wir in diesem Video vorstellen. Ja. Und dann kommen wir direkt zum nächsten Punkt, weil wenn man jetzt hier so bequem liegt, dann hat man ja vielleicht ein Kaltgetränk oder ein Buch und möchte das auch mal ablegen. Und auch danach sind wir schon häufiger gefragt worden, nämlich nach diesen Tischchen. Und diese Tischchen kann man einfach ausklappen und daneben stellen. Und davon haben wir immer die zwei, also zwei haben wir davon mit. Schluck zwei Bier? Haben wir. Oh ja, auf jeden Fall. Cheers. Natürlich alkoholfrei. Du musst jetzt bei dir abstellen. Ich muss bei mir abstellen. Ich weiß nicht, sieht man das noch? Ist noch im Bild. Naja, auf jeden Fall. Die Tische sind auch super praktisch. Kann man auch mal neben den Frühstückstisch stellen oder sowas drauflegen. Also die haben wir letztlich immer in Benutzung. Die haben wir immer mit. Die haben eine Außenstauraumklappe. Passt. Und die sind in der Tat auch schön klein und kompakt. Also die und leicht. Kann man super noch irgendwo zwischenlegen und die kommen bei uns Sommer wie Winter immer mit, aber im Sommer lieben wir sie und geben sie auf keinen Fall mehr her. Ja, das bringt uns zu Punkt 3, gekühlte Getränke und dafür gehen wir mal rüber. Auf geht's!
Ja, Top 3 ist simpel wie einfach eine extra Kühlbox mitnehmen. Unser Kühlschrank im Puck ist sehr überschaubar von der Größe her. Da haben wir am Anfang, weil wir uns gefreut haben, jetzt haben wir einen Kühlschrank dabei, hey, wir kamen ja vom Zelten, versucht damit auszukommen. Und es hat einfach nicht hingehauen, weil du willst 4-5 Flaschen Wasser kalt stellen oder 4-5 Flaschen Bier und 2 Flaschen Wasser, wie auch immer, dann ist der Kühlschrank im Puck einfach voll. Deswegen nehmen wir jetzt eine extra Kühlbox mit, die haben wir noch vom Zelten. Die ist Absorbertechnologie, das heißt, die macht 20 Grad kühler als die Umgebungstemperatur. Das ist jetzt nicht so schick bei 38 Grad Außentemperatur. Nee. Dann trinkt man 18 Grad kaltes oder warmes Bier oder auch Wasser, wie auch immer, ist jedenfalls nicht kühl. Entsprechend wollen wir die jetzt noch updaten. Die verbraucht auch relativ viel Strom, somit Absorbertechnologie. Mal gucken, ob es eine Kompressor-Kühlbox wird. Wenn ihr da einen Tipp habt, dann immer her damit, schreibt es gerne in die Kommentare. Wir wollen die auch gerne draußen stehen lassen, sollte auch ein bisschen Regen abkönnen. Wir sind einstweilen mit der sehr zufrieden, ist auf jeden Fall besser als nichts und die kommt auch noch weiter mit. Und insofern eine extra Kühlbox können wir auf jeden Fall empfehlen. Und wir haben da noch einen Pro-Tipp. Genau, der Pro-Tipp ist eine gekühlte Flasche, oh, jetzt habe ich sie zugemacht, Wasser durchgefroren. Hier ist noch, hört man, ja, noch ein bisschen Eis drin. Wir kühlen immer, beziehungsweise lassen immer eine Wasserflasche einmal durchfrieren oder auch zwei Flaschen und stellen die als große Kühlelemente rein. Das hält eine Box wirklich lange kalt. Und das Gute ist, man kann nachher die kalten Wasserflaschen trinken. Genau. Und hilft halt auch beim initialen Runterkühlen. Und das macht auf jeden Fall Sinn. Was noch ein Vorteil ist, ist, die Box kann man sowohl auf 12 Volt im Auto betreiben, als auch an 230 Volt. Und insofern hat man auch während der Fahrt, wenn man eine längere Fahrt macht, einen Trip macht von 6-8 Stunden oder so, einen Streckenabschnitt hat, hat man auch gekühlte Getränke im Fahrzeug und eben auch gekühlte Lebensmittel, sei es Brötchen, Eier oder auch ein Salatböckslein. Böckslein. Eine Salatbox, ihr wisst, was ich meine. Okay, das war's hier. Julia hat sich drüben auf der Wiese schon mal ein Plätzchen zurechtgemacht und da geht sie jetzt rüber und stellt euch die nächsten Punkte vor. Alles klar, bis später. Ja, wenn man im Sommer unterwegs ist, ist man ja auch oft am Wasser, am Strand oder irgendwo ist eine Wiese. Man möchte sich einfach mal auf die Wiese legen. Und da kommen wir schon zu unserem vierten Punkt. Unsere Hammamtücher. Ich sitze hier schon auf einem Hammamtuch und die sind richtig toll. Die sind nämlich, wie ihr seht, vom Packmaß her sehr, sehr klein. Die sind sehr leicht. Die kann man super mal eben in den Rucksack stecken. Und die sind auch extrem schnell wieder trocken. Und die sind bei uns mittlerweile immer im Puck mit dabei, weil sie eben nicht viel wiegen und weil man sie überall super mit hinnehmen kann, ob Strand, ob Wiese, ob wo auch immer man sich gerne auf den Boden setzen möchte. Die möchten wir nicht mehr missen, die können wir sehr empfehlen. Gibt's in allen Farben, Größen und so weiter. Wie ihr seht, da passt auch ein großer Mensch drauf. Ja, das ist Punkt Nummer 4. Kommen wir zu Punkt Nummer 5. Wenn man dann an der Wiese am Wasser schön liegt, dann kommen ja auch oft Mücken. Und das ist richtig kacke. Und dafür haben wir ein sehr, sehr gutes Mückenspray. Und das ist in der Tat auch das erste Mückenspray, was bei Markus und mir auch wirklich wirkt, was die Mücken wirklich abhält. Das ist von Care Plus. Es ist ein bisschen teurer. Gibt es vor allen Dingen im gut sortierten Outdoor-Handel. Genau, also wir haben das in unserem Outdoor-Laden bekommen und wurde uns da empfohlen und wir sind wirklich sehr zufrieden. Wir haben, also ich war sonst immer unfassbar zerstochen und das hat sich wirklich dank dieses Sprays verringert. Wir haben kaum noch Mückenstiche. Also das können wir sehr empfehlen. Aber natürlich haben auch wir ab und zu noch mal Mückenstiche und da haben wir im letzten Frankreich-Urlaub was echt Cooles entdeckt. Und zwar diesen kleinen, wie nennt man das denn? Anti-Mückenstich-Stift. Der hat hier so ein kleines Metallkügelchen und damit kann man ganz leicht auf der Haut über den Mückenstich gehen. Und bei mir, in Südfrankreich haben wir den entdeckt, ne? In Südfrankreich. Man bekommt den aber auch bei, im Internet hier. Also zu Risiken und Nebenwirkungen fragen sich ein Arzt oder Apotheker. Ne? Wir haben natürlich überhaupt keine medizinische Ausbildung oder sonst irgendetwas. Ich weiß nicht, ob man das dabei sagen muss, aber wir machen es besser mal. Ja, wir sagen das einfach mal dabei. Also ihr müsst natürlich gucken, dass ihr nicht auf irgendeinen Stoff allergisch reagiert. Das ist eben bei dem Mückenspray genau das Gleiche. Schaut da einfach einmal auf die Inhaltsstoffe und checkt das ab, ob das bei euch alles so passt. Bei uns passen die beiden Sachen wirklich sehr, sehr gut und bei diesem Stift, bei mir entzünden sich halt Mückenstiche immer schnell. Ich habe dann wirklich solche großen roten Flecken und das ist der erste Stift, wo wirklich nach 10 Minuten eine Besserung eintritt und
wo auch einfach der Mückenstich nicht mehr juckt. Wir zeigen auch mal vorher und nachher, ne? Also dicker Flatschen und klar, das hast du mal fotografiert. Ja, Julia dokumentiert immer ihre Mückenstiche. Nein, ja. Also, ich habe da auf jeden Fall Fotos von. Und der ist bei uns jetzt immer mit dabei. Und ja, der ist super. Kommen wir zu Punkt Nummer 7. Es gibt ja nicht nur Mücken, sondern auch ganz viele andere Tiere, von denen man gestochen werden kann. Wir hatten das im letzten Jahr. Markus wurde von einer Bremse gestochen und Markus ist super allergisch gegen Bremsen. Wir hatten natürlich nichts dabei und deshalb ist unser Tipp, holt euch ein Antiallergikum. Wir haben Cetirizin, das hat uns die Apothekerin empfohlen und Markus wusste auch aus auch hier wieder Zeit, fragen Sie einen Arzt oder Apotheker. Was so da wirkt, was für euch gut ist, aber solltet ihr wissen, dass ihr gegen irgendwas allergisch seid, packt euch wirklich so ein Antiallergikum, ein. Ja. Weil es macht einfach überhaupt keinen Spaß, wenn ihr irgendwie am, bei uns war es letztes Jahr, wir waren an einem Waldsee schwimmen, abends an einem Wochenende und Markus wurde von der Bremse gestochen. Wir hatten Glück, dass noch die Apothekerin länger da war und uns das noch gegeben hat, aber seitdem ist das wirklich immer bei uns im Puck. Ja, wir hoffen, dass wir es nie brauchen, aber ja. Und das waren auch schon die 7 Punkte. Ein kleiner Tipp aber noch, wenn ihr natürlich irgendwo schön mit dem Hammamtuch am Wasser liegt, wollt ihr natürlich auch schwimmen gehen. Und in unserer Ausstattung im Puck ist natürlich im Winter Schwimmzeug jetzt nicht immer dabei. Und im Sommer kommt das aber in unsere Ausstattung, ist immer im Puck. Und wir können euch wirklich nur empfehlen, checkt, bevor ihr losfahrt, ob ihr Schwimmzeug dabei habt. Nichts ist schlimmer, als bei 30 Grad am Badesee zu sein und man kann nicht baden, weil man keine Buchse dabei hat und es ist kein FKK-Strand. So sieht's aus. Und ja, das war's von der Wiese. Wir gehen wieder rüber. Okay, Punkt Nummer 8 kann ich schon gar nicht ohne Grinsen im Gesicht. Wir haben es schon öfters vorgestellt. Ihr kennt es schon, unser Tarp. Aber wir haben auch ganz viele neue Menschen auf unserem Kanal, die wir ganz herzlich begrüßen. Hallo. Schön, dass ihr da seid. Ja, wir freuen uns mega. Also unser Tarp, damit gehen wir immer auf Tour. Das kommt immer mit und im Sommer ist es halt super praktisch. Du kannst es super flexibel abspannen. Es spendet Schatten, es schützt vor Regen, es schützt dich vor Wind. Es ist klein, es ist leicht und vor allen Dingen hat es ein super schönes Raumklima, weil Baumwolle mit drin verwebt ist. Und wir blenden hier oben mal ein Video ein, wo wir das schon mal genauer vorgestellt haben. Und naja, das ist auf jeden Fall super praktisch im Sommer und wir empfehlen auf jeden Fall, eins mitzunehmen. Lohnt sich auf jeden Fall und hat Platz in der kleinsten Ecke. Und jetzt geht's drinnen weiter, da wird's windig mit Julia. Was bei uns nicht fehlen darf, ist ein Ventilator. Und da können wir euch nur empfehlen, kümmert euch rechtzeitig drum, denn wenn die große Hitzewelle losgeht, dann ist es wirklich sehr schwer, an einen Ventilator dran zu kommen. So ging es uns nämlich letztes Jahr. Wir haben auf Biegen und Brechen wirklich mit Ach und Krach einen der letzten Ventilatoren in der Stadt Essen bekommen. Also kümmert euch rechtzeitig drum. In ganz Nordrhein-Westfalen. Nein, aber es war tatsächlich im letzten Jahr wirklich schwierig. Also kümmert euch rechtzeitig darum. Und eine Empfehlung von uns, besorgt euch einen Ventilator, der schwenkbar ist. Das ist nämlich sehr angenehm, gerade wenn man abends im Wohnwagen liegt, dann kommt immer mal wieder die kühle Brise vorbei und es ist einfach sehr schön. Aufs verschwitzte Gesicht und es ist eine schöne, gefühlte Kälte und Erfrischung. Ja, das war's auch schon zum Thema Ventilator. Wir können ihn sehr empfehlen und bei uns kommt er im Sommer auf jeden Fall mit. Und ja, jetzt geht's wieder raus. Okay, kommen wir zu Punkt 10 unserer Top 10 Liste für den Sommer. Das sind alte Bekannte, genau wie das Tarp, nämlich unsere Schafsfelle. Wir sitzen schon drauf. Und überraschenderweise kommen die bei uns auch im Sommer mit, denn sie wärmen einem den Rücken abends am Lagerfeuer oder auf dem Liegestuhl, wenn man nochmal liest, weil auch im Sommer wird es ja abends und gerade nachts schon mal ein bisschen kälter. Und dann kann man einfach abends noch länger draußen sitzen. Wir genießen das sehr und deshalb dürfen die Schafsfelle bei uns nicht fehlen. Ja. Und da sind wir auch schon am Ende mit unserer Top-10-Liste. Und jetzt sind wir natürlich gespannt, wie sieht eure Top-10-Liste aus? Was habt ihr dabei? Was darf bei euch nicht fehlen? Ja, schreibt es wie immer gerne in die Kommentare. Wir freuen uns wie immer sehr auf den Austausch mit euch. Schön, dass ihr bis hierher zugeschaut habt. Wenn es euch gefallen hat, lasst wie immer total gerne einen Daumen hoch da. Oder ein Abo. Da freuen wir uns wie immer sehr drüber. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.